Kurz überlegt, Pfeifen gibt's Leute? Ich hab's weißt du nicht. Und dann gucken wir mal in das Video rein. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Oh Junge. Ho, 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 meine Shisha-Kinder. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Und dass eure Köpfe gut rauchen und der Tabak wohl schmecken mag. Einen wunderschönen Nikolaus, meine lieben Shisha-Kinder. Marvin, um sie keine Pfeife an, Digga. Dann gehe ich halt wieder, Alter. Nicht mal eine Pfeife kriegt man in der SWG, Alter. Scheiß drauf. Der Nikolaus war da, Alter. Servus Leute, Servus Leute, Servus Leute, Servus Leute, Servus Leute, Servus Freunde, Servus Freunde, Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Allein die Musik, die du da ausgesucht hast, Basti, dieses Lied. Ich meine, ich muss dir ja nichts über Musik erzählen, aber. Bei der Shisha WG, bei Shisha WG, bei der Shisha WG, bei Shisha WG. Bei der Shisha WG. Bei der Shisha WG. Bei der Shisha WG. Bei der Shisha WG. Heute der nächste Teil vom Community Kopfbau. Heute gibt's ein Tabak-Review. David aka Dölit hat ein sehr interessantes Video hochgeladen. Ich habe heute den Konsti als Verstärkung dabei. Die Shisha-Modi hat wieder ein neues Video hochgeladen. Shisha la Vita, meine Freunde. Und zwar wollte ich nachher eigentlich... Boah, Digga. Yo, Jungs, was ist das für ein... Oh, scheiße, Digga. Was ist denn heute mit mir, Alter? Schon wieder umgeschmissen. Oh, Mann. Wunderbar. Boah. Uiuiui. Beziehungsweise Kalu HMD mit dem Kalut Lotus 1 Plus. Können wir einen Kalut-Counter einführen? Bing, bing. Zwei packen wir schon mal drauf. Kalu, Kalu, Kalu. Zing, Kalu, Kalu. Und übrigens, wenn ich immer Kohle hole... Den schmeiß ich immer schon mal. Das war. Ja, alles klar. Alles klar. Leider haben wir nicht genügend Deadlip Funnel XOXO vorrätig, um Ihre Bestellung auszuführen. In Klammern, null verfügbar. Wir bitten für eventuelle entstandene Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. Oh. Ich wollte doch nur einen pinken Fun. Gute Nacht. Ja. Immer noch rauchen. Und ich glaube. Alter. Zweite Mal. Digga, wie oft passiert einem sowas? Sowas passiert doch einfach kein Mensch. Oh fuck, jetzt habe ich echt eine Million gemacht. Also, ihr seht es ja so leicht zwischen uns, aber da hinten, ich kann auch. It was at this moment that Marvin. No, he fucked up. Das Gesicht. Und Basti, der einfach noch sagt: Marvin. Ja, perfekt. Herzattacke bekommen. Oder so mein Handy drin. Und außerdem ist da noch. Grüße gehen raus, Spucke verschlucken. Ganz tolles Level. Der Red and Green von Aquamente. Oh, Digga, was ist da denn los? Was ist das denn? Das ist die Dose aus. Ekelhaftig. Ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Boah, Leute. Es sifft noch weiter. Bah, ekelhaft. Heute nehmen wir nochmal 4 Gabeln und legen die einfach so hier. Ne? Einmal hier einen Riesenhaufen, hier einen Riesenhaufen. Das ist Atom-Overpack-Setup. Und dann kommt hier noch ein fetter Haufen hin. Das ist mein Setup. Scheiße, was tun wir hier? Oh, fuck. Das ist mein Setup. Oh. Gut, erster Zug, Jungs. Was? Ich glaube, Mokka, was? Macchiato Beige? Das Wort musst du aber auch Französisch studiert haben, oder? Dein Ferro, komm nach Offenbach und ich baue dir einen schönen Tonkopf mit Baja. Digga, dann bleibe ich so weit von Offenbach weg, wie ich nur kann. Konzi, halt einfach 2 Minuten ein Maul.
Du hast mich sogar angespuckt, du Ekelhafter. Wild. Ich hab grad kurz überlegt, ey, Pfeifengeschläuche. Weißt du, nicht? Ich glaube, es ist meine Lieblingsstelle. Wild. Junge, meine Brille beschlägt schon. Was tust du mir an, Basti, Alter? Was ist mit euch? Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Den ja letztlich gerade genommen und du so. Was auf jeden Fall schon mal zum Totlachen ist, dieses Entlüftungsventil, das einfach in alle Richtungen ballert. Gönnt euch mal. Take me away. Was? Das ist ein Behindern, ey. Digga, wir sind gerade mal kurz über die Hälfte und ich bin basically dead. Muss ich da überhaupt noch was sagen? Schön, dass du das fragst. Nein, man kennt's nicht, Digga. Man macht seine Pfeife einfach sauber. So Leute, wir haben gesagt, bei 20.000 Abos rauchen der Konti und ich... Fun Fact, ich wusste ja nicht, wie oft David in dem Video Kalu sagen wird. Und der Basti danach so, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber so nach dem Motto so, du hast mich echt gefickt mit diesem Kalu-Counter. Ein Köpfchen Pharma. Du lügst, Bruder. Das hab ich ja jetzt erst gesehen. Du lügst, Bruder. Da, pass auf. Das ist immer noch nicht schlimm. Du lügst, Bruder. Ich kann eh nicht trinken. Oh nein, App. Ich wollte es gerade sagen. Einfach durch. Digga, er hat sogar die Augen. Das ist immer noch nicht schlimm. Du lügst, Bruder. Guck mal jetzt auf meine Augen, Alter. Sogar sowas hat der Basti eingepackt, ey. Einfach durch. Oh nein, App. Guck mal, wie geil. Ich wollte es gerade sagen, einfach durchbohren. Er ist mit dem Bohrer am Start. What the fuck? Oh, Digga, nein. Okay, tschüss. Oh nein, okay, tschüss. Scheiße. Mir geht schon wieder ein bisschen besser. Was? Oblako-Empfehlung? Ich? Nee, eigentlich fast nicht. Der Oblako ist nicht der beste Kopf auf dem Markt. Und das wird vielleicht viele Leute schockieren. Was? Nicht der beste Kopf. Wow. Auf Trollbasis. Aber ich rauche auch gerne mit Kalu. Kalu, beim nächsten Mal mache ich den Kalu sauber. Hauptsache letztlich Kalu. Guck mal, ein Blut am Himmel. Oh, Kalaut wollen ja immer viele, dass man das nennt. Nicht, dass Marv mich zwingt, aber trotzdem. Du wirst gezwungen. Wehe, du gehst. Ich nehme dir sofort Mord. Oh, jetzt muss ich drauf setzen, dass hier eine Barriere kommt. Oh Gott, nein, ich bin tot. Nein, oh, es kam eine Barriere. Nice, das war so geil. Los. Die Stelle tut mir immer noch so fucking weh. Nein! Nein, der links von dir! Das war mein Win. Das war mein fucking Win. Der war schon sicher. Anna. Oh scheiße, jetzt sind hier drei. Und die sind halt bald mit den Tasks durch, ne? Anna und ich müssen halt welche killen. Aber hier sind viel zu viele. Okay, Anna, ey. No, boy.
Gott, ich sterbe, Alter. Was tut ihr mir an? Anna einfach so. Nope. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ein paar Sekunden später. Grüße an den Oberclub. Sechseinhalb Stunden. Ey, ich komm erst wieder, wenn es aufhört. Leute, wenn ihr dieses Video sehr, sehr nice fandet, lasst sehr, sehr gerne auch bei mir einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-Wege. Junge, ich habe erst geheult vor Freude. Da bin ich fast gestorben vor Lachen. Alter, ja, das ist einfach zu krass. Also, das kann man jetzt eh einfach nicht in Worte fassen, was ich da gerne mit einem Dankeschön rüberbringen würde. Geht einfach nicht. Aber zu krass. Ich bin ja eigentlich echt nicht oft sprachlos, ne? Aber das war wirklich, das hat mich gekillt. Scheiße, war das gut. Erstmal vor 600 Menschen im Internet heulen. Mashallah, Habibi. Basti, das ist ein fucking Meisterwerk. Aber auch Discord-Crew, Hausherren, wie man es nennen will, die Hardcore-Community, so die Engsten der Engen. Das ist zu krass. Was da für eine Community draus geworden ist, ey. Krank.